Ja, sicher als kleiner Bub bin ich viel bei den Großeltern, bei den Beis gesehen, bin dort an die Strasse hingehockt und habe dann nachher von allen Autofahrern zum Beispiel die Nummern abgelesen, die mit Licht umgefahren sind. Als kleiner Bub hatte ich das Gefühl, die wollen die anderen Autofahrer blenden und machen sich da sozusagen strafbar. Ich habe die Liste nachher im Dorfpolizist gegeben und der hat dann nachher gesagt, hey super, danke vielmals. Klar, jetzt im Nachhinein weiss ich, es war nichts, aber in dem Moment als kleiner Bub hat man da riesig Freude gehabt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen von der Luzerner Polizei als Kommandant ganz herzlich zur heutigen Vereidigung begrüßen. Die Vereidigung heute sind 9 Polizistinnen und 9 Polizisten aus dem Lehrgang 201, nachdem sie ein Jahr an der Polizeischule sind und nach einem Jahr unserer Ausbildungsformation. Also es ist ein rechter Weg hinterher. Wir haben im 19. Ende 19 habe ich mit einem Kollegen mich im Sportrock getroffen. Ich habe mit dem gesagt, hey, schau, nach dem Polizeischule, wir melden uns hier an die Anforderungsprüfung an. Wir sitzen dort hin, haben einen strengen Tag hinter uns gehabt, wo wir sportlich, wie auch psychisch oder auch im Deutsch, in der Allgemeinbildung, alles getestet worden sind. Wir haben dann nachher ziemlich gleich Bericht bekommen, dass wir zusammen das geschafft haben, dass wir eine Runde weiter sind. Wir sind dann nachher zusammen auf Luzern reingekommen, konnten die weiteren Ausscheidungstage mitmachen, sind alle Noten durchgekommen, haben den Bescheid bekommen, dass wir die Polizeischule machen dürfen und sind dann nachher anfangs 20 nachher auf Hitzkirch in die Polizeischule. Nachher sind wir ein Jahr lang in Hitzkirch oben gewesen, haben dort eine sehr interessante Ausbildung geniessen. Anschließend sind wir auf Luzern gekommen, mit 3 Säcken hoch, in die Ausbildungsformation. Dort sind wir anschließend das dritte Höch unterwegs gewesen. Immer 2 Aspiranten, 1 Praxisbegleiter und haben so sehr gut geführt, können in den Polizeiberuf starten. Am 14. März haben wir noch den Wechsel auf unsere Regionen. Ich bin auf Sursi gekommen und konnte dort jetzt gut starten. In der Eidesformel, die ich dann nachher am Schluss von dieser kurzen Ansprache werde vorlesen, schon ein paar interessante Stichworte. Zum Beispiel Recht und Freiheiten vom Volk an erster Stelle. Das ist sicher so ein Highlight, ist der Satz, den wir sagen müssen, dass wir schwören. Im Vorfeld hat man auch etwas geübt im Büro. Der Arbeitskollege hat einmal ein bisschen ausgelacht und es ist glaube ich, auch so ein Highlight, wenn man sich verschnorrt. Ich hoffe, ich kann da sicher richtig reden. Und ich freue mich jetzt einfach nur einmal so feierlich mit meinen Kollegen können, die Ausbildung so können zu beenden. Macht alles, schwöre ich. Warme Bombe.